Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Eternal Sonata und wir sind hier bei diesem Händler in den Hanon-Hügeln und den laden wir an. Ausruhen. Ich weiß zwar nicht, wie gut so meine Gesundheit bestellt ist, aber wenn man schon sich heilen kann, kostenfrei, dann nehmen wir es doch mal entgegen. Wahnsinn, entspannende Bettdecke. Und verkaufen. Das brauchen wir noch, das auch. Was macht das nochmal? Nein. Bringt jedem die Energie zurück. Bringt jedem die Energie zurück, was auch immer. Nee, weg. Die seltsame Schokolade. Wer diese Physiker steckt, ist ihm fein. Das mache ich eh nie. Und die gibt sehr viel Geld. Das Jagdmesser ist ein altes Item. Und ist eigentlich nichts wert, der Säbel auch nicht. Oh Gott. Nee. Es hasst mich. Es dauert ewig, das Zeug zu verkaufen. Hallo, guck dir das mal an. Oh Gott, Stunden später. Na. Ich hätte einen Rhythmus raus. Gut, der ist noch nicht ausgerüstet, das heißt, den lasse ich bleiben. Man kann Fotos verkaufen. Okay. Okay, was? 1629 Gold für ein Foto? Wahnsinn. Ist ja krass. Habe ich das Gold jetzt? Wow. Heilige Polka. Dann kaufe ich noch einen Flederschirm und einen Brustschutz. Ich meine, ich kann es ja früh einkaufen. Die gute Lederhaut. Vornehme Kleider nehmen wir auch mit. Roter Samt. Nope. Kutschermantel. Top. Mehr sage ich nicht. Nichts mehr. Okay, dann passt das. Dann rüsten wir es mal aus. Verkaufen tue ich jetzt die alten Sachen nicht mehr. Da bin ich jetzt Jahre beschäftigt. So. Der macht die Abwehr. Der macht gar nichts. LP-Maximum 5% erhöht. Ah. Bei jungen Mädchen beliebt als Haarschmuck. Ja, das dürfte Alicato gut stehen. Dann haben wir was für den Frederik gekauft, nämlich den Kutschermantel. Und für Polka den Flederschirm und die vornehmen Kleider. So. Dann geht es wohl weiter Richtung Castle Forte und wir machen mal die grünen Ziegen weg, würde ich mal sagen. Und natürlich hauen wir einfach wieder mit Fiola rein, die wieder viel zu nah dran steht, aber anyways. Und wie gesagt, danke für die zahlreichen Spieltipps, die ihr mir zusendet. Gefällt mir wirklich gut, dass ihr euch da so mit identifizieren könnt. Zum Beispiel, was ich auch nicht gewusst habe, was mir auch wieder Predator gesagt hat, dass ich, wenn ich von hinten angegriffen werde, zweimal blocken drücken kann, um mich umzudrehen. Das habe ich noch nicht ausprobiert, aber wenn es im Laufe dieses Kampfes mal passieren würde, im Laufe der Folge, versuche ich daran zu denken. Und von wegen, letzte Folge war ich ja ratlos, was diese Partituren sind. Und da wurde mir gesagt, in der nächsten Stadt soll ich mal mit allen Leuten reden. Dann gibt es irgendwie ein Minispiel mit diesen komischen Partituren. Und ja, dann werden wir uns da mal umgucken. Und ich bin so doof, ich stehe viel zu weit von der Ziege weg. Und Frederiks Kupte krass ist irgendwie nicht so der Burner. So, das hätte mich eigentlich umdrehen wollen, aber ich habe es verplant. Und was ich auch noch testen muss, ist das Heilen oder diese zweite Fähigkeit, die Leute haben. Irgendwie, wenn man den Knopf gedrückt hält, aber das habe ich auch nicht ganz verstanden. Oder habe ich den falschen Knopf gedrückt? Was muss ich denn tun? Ich habe meinen Knopf gedrückt. Ah, jetzt, da hat es gemacht. Das hat es überhaupt nichts genutzt, aber er hat es gemacht. Das war eine Erfahrung. Man muss länger festhalten. Gut, schön zu wissen.
Das heißt, in Kombos einbauen ist nicht. Level up. Level 17. Und Ziege hauen. Und dann habe ich schon wieder eine Kiste gesehen. So, Ziege, jetzt kriegst du mal wieder die 2k Schaden rein. Und weg ist sie. Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen leise. Ich versuche ein bisschen lauter zu reden. Ich habe den Ausschlagbalken nicht im Blickfeld, weil ich nehme es ja auf dem Laptop auf, den Sound, und der steht rechts neben mir, so unterhalb. Nee, du wirst mal schön es bleiben lassen. Haha. Also ich bin unter der Meinung, dass Viola viel zu stark ist. Das ist ja, das kann man doch nicht machen. Ich meine, ich hau so ein Viech mit ihr komplett allein weg, während die beiden Männer hier wie begast auf diese Ziege einprügeln. Jetzt ruft mich jemand an. Einen Augenblick mal. So, Telefon ist... Telefongespräch, nicht Telefon ist beendet. Das macht keinen Sinn. Telefongespräch ist beendet und wir sind wieder zurück bei Eternal Sonata nach meinem Aussetzer, der euch wahrscheinlich jetzt ein paar Millisekunden gekostet hat, aber mich ein bisschen längere Zeit. Anyway, das interessiert euch kein Stück und darum werde ich jetzt hier weiter rennen und diese Kiste aufmachen. Das ist wahrscheinlich viel spannender, wenn ich sie aufkriege. Hallo? Seltsame Schokolade. Das Item, das ich noch nie benutzt habe und vielleicht noch nie benutzen werde. Und jetzt laufen wir diesen random Hügel hoch, während im Hintergrund dieser überwucherte Turm herausragt und da sitzt einer. Hey! Ah, er ist auf Reisen. Ich habe eigentlich die Steigung hinter mich gebracht und ruhe mich jetzt hier um aus. Oh, spannend. Du bist sehr interessant. Nicht. Das ist ein bisschen eine trostlose Gegend. So riesige Wiesen und keine Ahnung. Und grüne Ziegen. Schon wieder eine Kiste. Die sind irgendwie nicht so gut versteckt. Das sind immer solche komischen Zwirbellanzungen, Erhöhungen, Vertiefungen. Eine Kiste. Das ist total durchschaubar, wenn man auch diese Kisten versteckt hat. Und wer stellt überhaupt einfach Kisten in die Gegend? Hanon Hügel Nord. Und vor allem, ganz ehrlich, sorry, da muss ich jetzt mal kurz ein bisschen nitpicken. Warum? Was sind das für eine Welt, in der die Wanderer durch die Gegend laufen, voll unbehelligt und einem nichts sagen von wegen Gefahren, aber hier auf dieser Brücke sitzt ein riesengroßer Drache mit Steinflügeln. Der chillt da einfach so, vielleicht würde der uns gar nichts machen, aber wir sind voll die Arschlöcher und gehen dahin so, hey, den machen wir uns auf die Fresse, ja, wir schießen Pfeile und der kriegt so 1000 Schaden. Ich weiß, ich sage jetzt viel zu oft, aber dieses Spiel ergibt voll keinen Sinn. Das habe ich schon mal Mario gesagt und das sage ich jetzt hier auch wieder, aber das ist dann wirklich mal... Ich meine, der Typ ist da diesen Berg hochgewandert jetzt, ja? Ohne Bewaffnung oder irgendwas. Und ihr wollt mir sagen, er hat. Die Ziegen haben ihn nicht angegriffen. Oder wie? Lassen diese Zivilisten einfach in Ruhe, die grünen Ziegen? Haben die einen hohen moralischen Standard oder so? Da ist so eine grüne Ziege. Genau so eine meine ich. Seht ihr? Die rennt einfach auf mich zu. Ah, also ich bin zu nah rangegangen. Obwohl, mein Gott, das Level-Up hat mich anscheinend gebufft ohne Ende. Na toll. Ins Gesicht. Bleib weg, du Sau. Aha! Ich trigger den A-Knopf bis zum Vergasen. Hi, das war mal nicht schlecht. Gnadenstoß ist kacke. Egal. Ich hoffe mal, er lernt noch was Besseres für Licht. Oder mal einen anderen Charakter wählen als Frederick vielleicht auf dem Slot. Ja, vielleicht bekomme ich ja bald mal wieder einen. Whee! Awesome Arrow! Okay, der hat mich nie angegriffen. Säckel. Der Ziegen-Terminator. Jo, dann würde ich sagen, laufen wir noch hier diesen Hügel hoch und dann machen wir mal einen Cut in Part 2. Beziehungsweise machen wir hier den Cut, weil der Hügel... Oh mein Gott, eine Ziege! Na gut, wir machen jetzt diesen Kampf noch und dann machen wir den Cut.
Ha, ich komme mich nicht umdrehen. Aber jetzt versuche ich nochmal und. Ah, gut, ja, ich habe mich umgedreht. Cool, danke für den Tipp, Predator. Fette Sache. Aber reaktionstechnisch ist es noch nicht ganz umsetzbar von mir. Heute bin ich wieder ein schweigsamer. Wenn ich mich nicht gerade über parteiische grüne Ziegen auslasse, ist es ein bisschen ruhiger. Es tut mir sehr leid, aber was soll man hier groß sagen? Ich meine, ihr habt diesen Kampf schon ein paar Mal gesehen. Wie gesagt, wenn ihr keinen Bock habt, die Kämpfe raus, die Kämpfe zu sehen, dann nehme ich die irgendwann mal raus demnächst und mache die ganzen Sachen offscreen und wirklich nur, wenn man zum ersten Mal einen Gegnertyp sieht, dann die ersten drei Kämpfe dieses Gegnertyps werden dann gezeigt oder so. Ich habe immer Angst, dass irgendwas toll, awesome-mäßiges dann verpasst wird, wenn mich dann da schneide. Das möchte ich ja auch nicht. Anyway, wir schauen jetzt mal, dass wir mal in die Gänge kommen. Die 15-Minuten-Marke rückt näher und näher und näher und näher. Eieiei, coole Klasse mit 3000, aber trotzdem. Also, Frederik macht einfach nicht mehr so viel Schaden wie am Anfang, habe ich das Gefühl. Er war früher um einige Nummern besser. Aber das kann einfach nur so vorkommen. Vielleicht bilde ich mir das alles nur ein. Wie gesagt, jetzt kommt der Schnitt und wir sehen uns hier gleich wieder. Bis gleich.